Der Tracker ist online. Goldie ist definitiv auf der verflagten Sacrosanct. Alle anschnallen, das wird ein heißer Ritt. Mist. Moment. Moment noch. Hab ihn. Alpha Herkules System in der Keystone Sterngruppe. Okay, Koordinaten gesetzt. Diesmal entwischen sie uns nicht. Okay. Ausschalten, ausschalten! Ja, verdammt, das Nova Corps! Das World Mind muss wohl... Komm schon! Naja, wenigstens haben wir es versucht. Niki ist irgendwo da drin. Es muss einen Weg geben. Ja, wir bezwingen sie mit unserer weit überlegenen Flotte. Nur haben wir keine, bedauerlicherweise. Kommt, Leute. Wir sind doch immer am besten, wenn uns die Optionen ausgehen. Einem von uns wird was einfallen. Groot, und bitte keine schlechten Ideen. Ich bin Groot. Das ist schon mal eine schlechte. Wir gehen nicht zu den Chitauri. Genau sowas brauchen wir. Nur nicht gerade jetzt. Diese Käfer würden uns in den Rücken schießen. Falls sie uns nicht in den Kopf schießen. Rocket, irgendwas? Was ist mit den Ravagers? Du könntest um einen vorläufigen Waffenstillstand bitten. Yondu schmort gerade im Killen, dank mir. Wir könnten ihn rausholen. Rausholen aus dem Killen? Dann nehme ich's eher mit der Kirchenflotte auf. Ich könnte ihn rausholen. Gamora traue ich das zu. Das tue ich auch. Ja, ich auch, aber es nützt nichts. Die letzten Ravagers haben sich im Krieg zerstreut. Überlebende sind entweder untergetaucht oder sitzen auf irgendeinem Furzplaneten im Knast. Außerdem, was ist ein Pirat ohne Schiff? Drax! Du hast königliches Blut. Vielleicht sollte der Prinz von Spartax zurückkehren und sein Volk versammeln. Warst du in letzter Zeit mal auf Spartax? War ich nicht, aber die Spartoi-Technologie ist wesentlich... Spartax wurde im Krieg gerade wegen seiner Tech auseinandergepflückt. Da kann man nicht mal mehr landen. Ja, was sagt denn das Lama? Wartet mal. Kann es sein, dass uns die Antwort schon die ganze Zeit vor der Nase herumsabbert? Peter Quill, dieses Tier kann kein Schiff steuern. Das meine ich auch gar nicht. Denkt mal nach. Cammy hat keinen großen Nutzen für uns. Für die Kirche aber auch nicht. Die wollen Menschenhirne umpolen. Tiere haben die überhaupt nicht auf dem Schirm. Sie haben sich Cosmo geholt. Cosmos Verstand ist unserem weit überlegen. Seine Intelligenz macht ihn anfällig für das Versprechen. Genau wie bei Rocket. Danke. Aber ein Tier bin ich nicht. Leute, wir kennen eine Lady mit einer ganzen Armee von Tieren, die Raker jede Wette nicht auf dem Schirm hat. Wie können wir sicher sein, dass sie keine von ihnen ist? Ich bin Groot. Wächter der Galaxie! Nein, alles gut. Du weißt schon, dass sie uns häuten und dann ihre Babys verfüttern will? Leute, das ist er. Okay, unser letzter Strohhalm. Wir müssen uns irgendwie bei ihr entschuldigen und alles wieder gerade biegen. Lasst uns ihr ein Geschenk besorgen. Ein Friedensangebot. Groot geht nicht nochmal in den Käfig. Nein, denk größer. Viel größer. Welche Bestie will sie? Mehr als jede andere? Drax weiß schon, von wem ich rede. Oh, ja! Oh, nein. Das ist Drax Stichwort. Ihr wisst, wohin das führt. Nach Maklu 4. In den Kampf gegen den legendären Fin Fang Foom. Okay.
wir fliegen da jetzt einfach volle Kanne rein, oder? Es heißt, die Ringe von Maklo 4 lassen ununterbrochen Feuer auf die gottlosen Abscheulichkeiten herabregnen. Wie schön. Tja, ich bin sicher, es ist schlimmer, als es aussieht. Ist es. Viele meines Volkes hatten diese gefährliche Pilgerreise vor mir angetreten und kehrten nie zurück. Flark! Haltet euch irgendwo fest! Angeber! Hey, wenn man's drauf hat... Flark! Ätzend. Nein, nein! Stabilisatoren sind hin, Reparatursysteme überlastet! Wenn wir schon abstürzen, dann stürzt wenigstens auf Impact Crew! Keiner stürzt hier ab! Oh, wir stürzen ab! Diese Gipfel sind gefährlich, Peter Quill! Ich weiß, ich weiß! Wow! Klar! Ich versuche nur zu bremsen! Abdrehen! Abdrehen! Schrei nicht so! Abdrehen! Sorry, das wollte ich nicht treffen. Sie meint bestimmt alle Dinge. Das habe ich nicht gemeint. Flark! Nimm das, Kakarantara! Peter! Ja, schon klar. Ich pass auf das Ding auf. Wow. Das wird eine harte Landung. Haltet euch irgendwo fest. Okay. Bisschen holprig, aber alle noch heil, oder? Und wir lachen. Das ist gut. Das ist perfekt. Das sind wir. Genau so packen wir ein. Zumindest packt Quill immer so ein. Dann sollen wir heute wohl doch noch nicht sterben. Es sei denn, Finfeng Fu verschlingt uns mit Haut und Haar. Wow. Erstmal müssen wir ihn finden. Wollen wir? Das ist verrückt. Genau, so geht einparken. Wow, hier sollten definitiv keine Funken sprühen. Darum können wir uns kümmern, wenn wir unseren Drachen haben. Ich bin Groot. Und Lady Hellbender uns dabei hilft, der Kirche ordentlicher ins Rein zu würgen. Bevor wir aufbrechen, sollten wir uns mit einer ketefianischen Kriegshymne in Stimmung bringen. Was denn? Jetzt? Weißt du was? Flag drauf, warum nicht? Hört gut zu. Altketefianisch ist eine mächtige Sprache, deren Worte bedeutsam sind. Ich stimme die Melodie an, ihr singt mit. Sotajutotlug. Pädagog Morgat, Sotav Flandurgav. Echt jetzt? Wir machen das? Targath Gonokol, Volmaki Ultat, Gothenko Galmak. Targath Gonokol, Volmaki Ultat, Gothenko Galmak. Muffin Sadut, Jurkanagal Tau, Gothen Kogal Mark. Muffin Sadut, Jurkanagal Tau, Gothen Kogal Mark. Gal Mark, Sota Flandur Gal. Was bedeutet die letzte Zeile, Drax? Soltab Flandorgarth. Sie bedeutet, wir werden siegreich sein. Okay. Hast du auch was zu sagen? Nee. Die Milano wird sich nicht selbst zerstören oder sowas, während wir weg sind, oder? Wie oft muss ich dir das noch sagen? Das Schiff hat nicht mal ein Selbstzerstörungssystem.
wahrscheinlich. Alles gut, Kumpel? Ich bin Groot. Ich wusste, dass dieser Tag kommt. Es ist mein Schicksal, gegen den Drachenfürsten von Kakarantara zu kämpfen. Hast du gewusst, dass dir dieses Team von A-Löchern dabei hilft? Das nicht, aber ich bin dankbar, dass mir diese Ehre zuteil wird. Wir werden das schaffen. Ich weiß es. Natürlich. Wir müssen. Für Niki. Gut, dann haben wir alle, ne? Diesmal nichts zu interagieren mit dem Lama. Okay, es geht los. Bei meinem frierenden Arsch ist das kalt. Ganz so geht die Redewendung aber nicht. Willst du mich korrigieren? Oder willst du Fin Fang Foom finden und die Galaxie retten? Ich will Fin Fang Foom. Und das mit der Rettung der Galaxie auch, glaube ich. Falls Hellbender überhaupt darauf anspringt. Lady Hellbender wird darauf anspringen. Okay, also sicher? Ich sehe keinen Foom-Code. Wir sollten nach Jägerzeichen suchen. Zeugnisse der Tapferkeit jener, die vor... Das war zu knapp! Die Legenden vom Feuerregen sind wahr! Noch andere Legenden, von denen wir wissen sollten? Legenden von glorreichem Tod! Schon klar! Hauptsache glorreich! Jetzt hat die Milano ein paar neue Narben, mit denen sie angeben kann. Wenn wir die Galaxie gerettet haben, werden die Leute uns mit Geld bewerfen, stimmt's? Dann wird sie aufgemotzt und kriegt eine Lackierung. Vorsicht! Hier fällt alles auseinander! Ha, wir sind nicht hier, um von Eis und Felsen erschlagen zu werden. Es gibt nur eine noble Todesursache auf Maklu 4, wie für so viele meines Volkes vor uns. Kann mal jemand Drax sagen, dass wir nicht zum Sterben hier sind? Niemand stirbt hier. Wir fangen Foom lebend. Wir übergeben ihn lebend an Lady Hellbender und wir bringen sie dazu, uns gegen die Armada der Kirche zu helfen. Und der Teil mit der Armada in deinem Plan ist dann der, wo wir sterben? Ja, vielleicht, aber definitiv nicht vorher. Vorwärts, Team! Okay, Drax, dann kanalisier deine Aufregung mal auf diesen Felsen. Ich stell mir vor, es sei der Kopf von Fin Fang Foom. Toll, Drax hat soeben den Schädel von dem Ding zerschmettert, das wir einfangen sollen. Mach's gut, Galaxie. Es besteht kein Anlass zur Sorge. Es heißt, seine Knochen seien unzerstörbar. Ich bin Groot. Groot sagt, er will die Aussicht genießen. Nimm dir Zeit, Kumpel. Vielleicht ist das unsere letzte Chance, was zu genießen. Ob Foom da drin ist? Ich weiß aus Fantasy-Romanen, dass Drachen gerne im Inneren von Bergen abhängen. Ich bin Groot. Groot will wissen, ob in diesem Roman auch steht, wie man Drachen einfängt. Ich bin sicher, es hat was mit Teamwork und Vertrauen zu tun. Ich bin Groot. Er kann sich nicht an Einzelheiten erinnern, weil er es nicht zu Ende gelesen hat. Ich habe viele verschiedene Drachenbücher gelesen, okay? Und es gab immer einen Berg. Und die Guten siegen am Ende immer. Ich bin Groot. Niemand wird ein Buch über uns schreiben. Nee. Comics. Naja, man nennt es ja auch Comicbücher. Ich glaube, ich sehe da was vor uns. Hat es große, schlimme Klauen? Seht, mein Volk war hier. Gab sowas nicht auch in Drax' Erinnerungen, als Mantis uns alle verbunden hat? Kartathianische Jägerzeichen. Das waren aber viele tapfere Kartathianer. Nach Thanos' Sturm auf Kartath war mein Volk gebrochen, körperlich wie geistig. Der Exodus hat sie in großer Zahl hierher geführt. Und wie viele dieser Jäger sind zurückgekehrt? Keiner. Sie wurden alle Opfer von Fin Fang Foom? Nicht Opfer. Sie wollten die ultimative Schlacht. Einen wahrhaft glorreichen Tod. Sie kamen her, um einen Sinn zu finden, nicht wahr? Um nach Ultaf zu gelangen. Unser Gespräch auf Nowhere. Du hast aufgepasst. Natürlich. Viele wären als Verräter oder Kriminelle mit Sicherheit in Sarduth gelandet. Manche waren krank oder lagen im Sterben. Doch sie kamen verwundet hierher, um die härtesten Monster der Galaxie zu bekämpfen. Sie haben meinen Respekt. Und bald werden wir den ihren haben. Kampfarena. Meine Schwester hat Orte wie diesen gemalt. Eine Vorspeise, okay. Wenn wir dieses Ding nicht schnell erledigen können, haben wir kein Recht, Fin Fang Foom zu jagen. Gut gesagt, dieser Quill. Oh,
werden die Bestie besiegen. Wir werden Fum einfangen. Das ist unser Schicksal. Und vergiss nicht die Sache mit dem Schatz am Ende. Achtung! Die Pilze von dem Ding sind echt übel. Der Bauch scheint weich und verwundbar zu sein. Zeit für den Schredder. Alles rauf, was geht. So schade, dass Fum das Ding nicht gefressen hat, bevor wir hier ankamen. Vielleicht mag er keine Tentakelkatzen. Ich würde ihm nicht verübeln. Ich finde nicht raus, wie ich ihn verletzen kann. Ich hoffe wirklich, dass dieser Lady Hellbender-Plan funktioniert. Wenn wir Fum übergeben, wird Lady Hellbender in Ehrfurcht vor unserem Völkern erstarren. Je weniger Sporen du einatmest, desto besser. Der Pilzkrieg ist sehr, als er aussieht. Durch Umdrehen der stickenden Katze tritt ihr Schwachpunkt zutage. Schlechter Atem ist eine Sache, aber das? Ich bin bereit. Ich brauche nur eine Lücke. Ich bin bereit zu zerstören. Denkt sonst noch jemand, was ich denke? Ich habe so viel Spielzeug und würde es so gern mal benutzen. Oh, mach mal. Wir brauchen eine Verschnaufpause. Ah, schade, das klappt hier jetzt nicht. Wir haben wirklich keine Zeit, uns hier rumzuärgern. Sag das dem gefrorenen Katzending. Pulverisier sie! Zerstören! Zum Lord! Pelzen sind doch sonst nicht so zäh! Wir müssen dir nicht viel beibringen, Messer ist besser! Ja, Dickerchens Cousin hier sollte wirklich ein bisschen chillen. Flark, ist das kalt hier! Sogar die Monster sind eingefroren. Ja, schön. Durch deine Beschwerden wird's auch nicht wärmer. Ja, und jetzt her mit Finfengfu. Okay, auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel größer und stärker und furchteinflößender wird Fum sein, verglichen mit dem Ding, das wir gerade bekämpft haben? 10.000. Sowas hatte ich mir gedacht. Niemand hat gesagt, es wird leicht, Rocket. Schon, aber 10.000, Quill? Und Drax nimmt alles wörtlich, schon vergessen? Unsere Erfolgschancen bei dieser Sache sind offensichtlich schlecht. Sehr schlecht. Aber welche Chance hat die Galaxie, wenn wir es nicht schaffen? Ganz genau. Wir haben alle gesehen, wozu die Kirche fähig ist. Es ist egal, womit uns dieser Planet konfrontiert. Okay. Wir machen weiter, bis wir Fum haben und Lady Hellbender an unserer Seite kämpft. Oh, Idiot. Nebulas Bilder erfahren. Es waren typische Eislandschaften. Manchmal hat sie kleine Versionen von uns hineingemalt. Ich bin gut. Das findet er süß. Naja, ich war meistens tot oder verstümmelt. Schneid es klein! Gern! Heiler verflagt! Wow, seht euch diese Klauenspuren an. Die müssen von Fum sein, oder? Er ist noch größer als in der Legende. Okay. Ja, wenn wir ihn finden, sollten wir die Klauen meiden. Gute Idee. Ja, ich bin auch ziemlich sicher, dass wir hier rüber müssen. Fragt sich nur wie. Sieht aus, als würde sich unter den ganzen Felsen auf der anderen Seite eine Tante verbergen. Ah. Ich könnte den Schutt von der Kante entfernen, Peter Quill. Ich brauche nur etwas zum Werfen. Wie wär's mit Quill? Komm schon, so schlimm ist das nicht. Seine fleischige Struktur wäre ein schlechtes Abriss in... Okay, ich würde sagen, das ist der erste Schritt einer mehrstufigen Lösung, um diese Kluft zu überwinden. Und wie lauten die nächsten Schritte? Daran arbeite ich noch. Ich hab 3 gedrückt. Schritt 2 deines Plans lautet also, uns alle zu zerquetschen? Ich glaube, ich weiß, was er vorhat. Ja, uns alle zerquetschen! Letzter Schritt, Drax. Wenn wir einige dieser Felsen umstoßen, haben... Ich schwöre, ich habe dich noch nie so gut gelaunt gesehen. Weil du mich noch nie auf der großen Jagd erlebt hast. Und die Mission in der Quarantänezone? Du meinst den Quarantänezone-Reinfall? Drax,
Ich weiß, du hast lange auf diese Sache gewartet. Genieß es, Mann. Danke, Peter Quill. Ich muss zugeben, dass ich das hier, nach allem, was passiert ist, wirklich brauche. Naja, wenn wir von Anfang an auf dich gehört und einfach Jagd auf alle bereit machen. Oh. Vor uns ist etwas. Sorry. Ich bin ziemlich sicher, es sieht uns, was immer es ist. Toll. Noch mehr Boomfutter. Unterschätzt nichts, was die Gefahren dieses Planeten überlebt. Echt guter Tipp. Ich frage mich, ob Fünfengfum Eis oder Feuerstein wirft. Vielleicht ist er super cool und ergibt sich einfach für eine gute Sache. Aufpassen! Nein, die sehen nicht aus wie die Würmer, die ich mal hatte. Hoffentlich fällt jetzt keiner dieser Meteoriten auf uns drauf. Ich bin nicht für einen schnellen, schmerzlosen Tod hier. Pack deine Schmerzbombe aus! Sollte es auf diesem Planeten nicht zu kalt für Würmer sein? Sie hausen in den Steinen, Peter Quill, und kommen nur heraus, um sich an den Toten zu laden. Jawohl, Tombstone Piledriver. Geht weiter. Okay, denken wir die Sache mal kurz durch. Seit wann machen wir das denn? Was ist, wenn wir zu spät kommen? Was ist, wenn Raker schon fertig ist und das Ritual... Dann machen wir das alles umsonst. Nicht umsonst. Falls unser letzter Akt darin besteht, Fin Feng Foom herauszufordern, ist er ehrenvoll. Letzte Akte sind nichts für mich. Ich bin ein Überlebenskünstler. Dann hoffen wir, dass wir nicht zu spät sind. Okay, wir müssen hier irgendwie durchkommen. Offensichtlich sind wir in Eile. Das dürfte reichen. Ein Schritt mehr. Hoffe ich. Gucken wir mal, ne? Da, seht ihr? Noch mehr bedrohliche Gipfel. Langsam kriege ich von diesem Planeten Gänsehaut. Ich denke, ständig gleich greift uns Foom von hinten an. Fin Feng Foom ist eine legendäre Bestie. Legendäre Bestien greifen nicht von hinten an. Vielleicht nicht, aber kluge schon. Das war knapp! Es heißt, Fin Feng Foom benutzt die gefährliche Oberfläche des Planeten, um mögliche Gegner zu testen. Vorsicht! Das Gas ist tödlich. Woher weißt du das? Hallo, sie ist eine Attentäterin. Sie hat bestimmt schon bei vielen berühmten Personen Gas eingesetzt. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Aha. Egal. Gehen wir, Quill. Frier die Quelle mit deinen schicken Knarren ein. Ja.